Und weiter geht's mit Schloss der Geheimnisse. Es ist schon lange her, da entdeckte Olla, ein verrückter Zauberer, den Eingang zu einer Goldmine. Mit seinen magischen Kräften baute er über dem Eingang ein Schloss. Es hat viele Zauberportale und wird bewacht durch eine Besatzung von Monstern, die in einer Zeitfalle gefangen sind. Viele haben schon vergebens versucht, sich Eingang zu verschaffen. Schafft ihr es? Ich verstehe, Mentor. Den Ausgang sollen wir finden, ne? Richtig. Glückwunsch. Ich habe übrigens Folgendes überlegt. Da wir bis jetzt ja immer noch mit dem Spielstand von Nachfolge 4 arbeiten, Beginn Folge 5. Wieso ist denn die Tür hinter dir zu? War die sonst auch immer zu in der Animation? Ich glaube nicht. Ulkig. Gruselig. Okay, egal. Ein bisschen, ja. Nicht die Mumie, sondern die Tür ist gruselig. Ach so. Oh. Das ist die Mission. Ja, da würfelst du mit 2W6. Und die Zahl, die du würfelst, wenn du durch die Tür gehst, aus dem Raum kommst du raus. Ach so. Das heißt, du kommst mir jetzt gar nicht hinterher. Nicht unbedingt. Das ist ja spannend. Mhm. Okay, gut. Lass mich überraschen, was hier weiter passiert. Jo, erstmal bist du die Mutti losgeworden. Ja, die braucht keine. Gut. Keiner. Also nicht diese. Um fortzufahren, was ich erzählen wollte. Du wolltest noch was Ja, dann Du erst doch nicht. Ich bin fertig. Gut, vielen Dank. Ich bin fertig mit Wo war ich denn, ihr Lieben? Ja. Statt jedes Mal, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, dies ist der Eingang zur Mine? Ja, Glückwunsch. Ich hab gewonnen. Na gut, ich muss da noch den Ausgang finden. Jetzt muss ich, kann ich auf dem Rückweg lustig rumteleportieren. Erstmal suchen. Du durchsuchst den Eingang der Mine und sammelst 5000 Goldstücke auf. Aber du kannst nicht mehr angreifen oder dich verteidigen. Ja, ernsthaft? Das wusste ich nicht. Da hätte ich erstmal irgendwie 80 Mal durch alle Räume durch und alles platt machen. Hilfe? Ich glaube, ich bleib hier stehen, bis du die Höhle geräumt hast, oder was? Gut. In der Zwischenzeit kannst du erzählen, was du erzählen wolltest. Ja, das ist ja schlimm. So, du kriegst 50 Öcken. Ja, reicht ja wohl. Ja, statt jedes Mal den Emulator zu schließen, werden wir das einfach anlassen. Auch wenn wir, wie gesagt, keinen Spielstand laden können, wenn wir es speichern, haben wir trotzdem von jetzt bis zum Ende, wenn wir es jetzt durchziehen, dann wenigstens die Sachen, die wir sammeln und falls du noch einen Werkzeugsatz kaufen möchtest oder so. Oder so. Falls wir noch richtig, wo läufst du denn schon wieder hin, richtig geile Artefakte finden. Weil der Talisman, den ich gefunden habe, mit plus 2 Intelligenz, der ist jetzt ja flöten. Aber wir können auch andere Sachen finden. Mhm. Gehe ich jetzt durch eine Tür oder nicht? Weißt du was? Erstmal mache ich Steinhaut. Mach das. Ich kann nicht angreifen, gar nicht. Nicht was? Was war das? Was? Wir sind gar nicht so weit weg, wollte ich sagen. Großartig. Also ich passt im Nachbarraum. Ich durfte nicht angreifen, was durfte ich noch nicht? Durch Türen gehen? Durch Türen gehen wäre jetzt Quatsch, aber du kannst ja die Tür wieder aufmachen. Ach ja. Also es ist gerade mal 2,5 Minuten her. Oh, hier steht doch gut. Ja, ich hab ja gesagt, wir sind fast im Nebenraum. Ja, und haben absolut kein Kurzzeitgedächtnis. Ha. Aua. Ach nee, dann halt nicht. Ich hab den Angriff überlebt. Ich bin stolz auf dich. Danke. So, Untoter. Ich mach dich jetzt ganz tot. Wieso ist denn der andere nicht zu mir gekommen? Wie viele Schritte wären das gewesen? Feind ist tot. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, kann sein, dass ein Zombie nur 4 hat. Ja, bei 4 hat, glaube ich, auch ein Zombie, oder? Hat er nur 3? Naja, gut. Weiß ich nicht. Hier oben rechts eingeblendet. Okay. So. Ich blockiere jetzt den Weg zu dir. Da ich wahrscheinlich sowieso nicht im gleichen Raum rauskommen werde wie du, kann ich auch gleich loslaufen, oder? Du kannst natürlich gehen. Vielleicht bis später. Hi! Tür auf. Möchtest du gehen? Und... Oh, dass man immer... Was ist denn das? Ja, dann gehe ich erstmal in die Ecke. Obwohl, dann blockiert mir der Typ unter Umständen das Feld. Und wenn die mich hier mit da und da einmeißen, wenn ich hier stehe, ist Ende. Du hast doch genügend... Schritte, um einmal zur Seite zu gehen, hätte ich gesagt. Und dann wieder zurück. Vielleicht ist das Spiel ja ein bisschen verbuggt. Man weiß es nicht. Ich meine, jetzt ist auch blöd. Ja. Oh. Danke... Was denn der dritte? Was stimmt mit den Leuten immer nicht? Oh, entschuldige, ich wollte für dich okay drücken, haben außerdem gewürfelt. Macht nichts, 7 ist super. Du magst 7, habe ich gehört. Ja, 7 ist eine Glückszahl. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Tschüss, Leroy. Ja, dann wackel doch mal hin und her. Ich sag, das geht nicht. Mach ich mal. Oh, das geht tatsächlich nicht. Dann darfst halt nur einmal teleportieren, sonst wird dir schlecht. Ah. Wo bin ich denn? Da unten.
teleportieren, ich laufe durch Türen. Der Feind ist tot. Ja, okay. Bis neulich. Ha! Gut, da ich dir so oder so nicht helfen kann, kann ich auch hier rauslatschen. Und mich clevererweise vor nochmal heilen. Erstmal orientieren, ne? Scheiße, wo sind wir eigentlich? Gut. Und dann gehe ich die Zone raus. Was mache ich denn mit 5000 Goldstücken? Weiß es nicht. Party? Ja, komm, ich lade dich ein. Ja, das klingt gut. Ja, war ich doch schon mal? Ja, dann bist du ja wieder gleich im Raum neben dem Ausgang quasi. Vielleicht. Habe ich irgendwas gedrückt? Du bist auf die Karte gegangen. Warum auch immer. Ich bin auf die Karte gegangen. Ja, du wolltest nicht auf die Karte. Ich wollte doch beenden. Ich werde beenden, aber vorher nochmal suchen. Komm, gib mir noch ein streunendes Monster oder sowas. Yes, eine Falle, habe ich mir umsonst geheilt. Großartig, Schüsselrö. Bis neulich. Das Gold, das du in der Mine gefunden hast, war unechtes Gold, nichts wert. Oh. Okay, eine richtige Trollhöhle. Danke. Nicht, weil es Trolle sind, sondern weil sie die Höhle trollt. Oh Mann, ich will ja eigentlich auch wieder weg. Ja. Du darfst erst rausgehen, wenn du 11 Räume gesehen hast. Vielleicht gibt es doch noch einen richtigen Schatz hier irgendwo drin. Was hast du los mit der Karte? Weiß es nicht. Also haben knapp über die Hälfte der Räume aufgedeckt. Sehe ich das richtig? 6 Räume? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, plus dem Startraum. Richtig. Ja. Also musst du noch 5 Räume finden. Warum? Wie gesagt, du würfelst 2 W6 und kannst damit 2 bis 12 würfeln für Räume. Ja, will ich das? Ja, logisch. Du musst ja noch irgendwie die supermagische Axt finden mit 12 Angriffswürfeln. Ach so. Hätte ich schon ganz gerne. Wieso bezweifle ich... Hi. Ich glaube, ich bin falsch hier. Ich will hier raus. Ich bleib hier stehen. Das war nochmal am Anfangstext. Nur einen Schatz finden, ne? Ja. Kann nicht nur ein Fake-Schatz sein, oder? Weiß ich nicht. Kannst du mit 5000 rausgehen? Wäre das Spiel zu imbalanced? Dann rechne ich aber wenigstens mit irgendeinem Artefakt halt, was du nicht im Shop kaufen kannst. Chaoskrieger, aber hier weiß ich nicht. Ich habe mich noch einfach aufgehoben für nach dem Teleportieren. Nee, zu einfach. Dann würde ich mich jetzt aber nicht teleportieren. Ich suche gleich den Raum. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, offensichtlich. Und nach dem Suchen würde ich mich aber auch nicht teleportieren, weil, wie gesagt, wenn du sonst im neuen Raum bist, also Gegner, kannst du ja wenigstens gleich einmal hauen. Mann! Drück. Nein, drück doch suchen. Ich drücke suchen und dann... 50 Öl. Eine kleine Holzkiste. Das ist bestimmt mehr wert als deine 5000. So, und dann beende ich einfach wieder. Ich bin ja wieder dran. Ja, clever. Ne? Oh, super. Oh, hey. Ich beende. Müsste ja leer sein. Nein, ich will's nicht machen. Blöd, Mann. Wieso kann ich den nochmal einsammeln? Ja. Und hast du verteidigen? War doch verteidigen. Du kannst nicht mehr angreifen, nicht mehr verteidigen. Viel Spaß. Das ist doch Quatsch. Wieso kann ich den denn nochmal einsammeln? Ich will hier jetzt raus. Danke. Na, da hat doch einer Schwein gehabt. Wieso Schwein? Das war gewollt, das war gekonnt, das war... Alle Spieler scheiden aus. Das war genau so, wollte ich das. Natürlich. So ein Quatsch. Oh Junge. Ja, wollen wir die Mission nochmal machen und alle Räume aufdecken und gucken, ob wir da noch was finden? Können wir machen, aber ich bezweifle, dass es da was Großes gibt. Wir werden es rausfinden. So, aber eigentlich wollte ich jetzt ja in das Buch der Herausforderung gucken für diese lustige Teleportationskiste. Wettlauf mit der Zeit für die letzte. Hier, es sind... Ach, guck mal an. Der Startraum ist die 2 und die 12. Und alles andere ist einmal vorhanden. Ach, hier steht fett unterstrichen drin, jeder Spieler kann in jeder Runde nur ein Tor passieren. Ah, okay. Und es ist nichts zu finden, kein Artefakt, kein goldener Futz, nichts. Das heißt, wir können sofort wieder rausgehen. Okay. Bis neulich. Ja, und ich sag Tschüss, Leute.